Herzlich willkommen zurück hier von der größten Sportbühne in Vorarlberg. Und wir dürfen jetzt auch offiziell, glaube ich, sagen, es ist die größte Wintersportbühne. Wir haben heute spannende Gäste noch. Zum Abschluss des heutigen ersten Messetages bei uns zu Gast sind die Pioneers Vorarlberg, eine neue Mannschaft in der Win2Day Ice Hockey League für die kommende Saison. Karten habe ich schon hier bei mir, die gibt es dann auch noch zu gewinnen am diesem Wochenende hier bei uns. Und ich darf bei mir zwei der wichtigsten begrüßen. Einmal den Assistant-Captain der Pioneers Vorarlberg, Kevin Mazerzinski. Danke fürs Kommen. Bitte schön, danke fürs Kommen, dass ich da auch sitzen darf. Einmal noch den Development-Coach der Pioneers Vorarlberg, Dylan Stanley. Danke auch für die. Vielen Dank. Dylan ist schon sehr, sehr lange in Vorarlberg, hat zuerst als Spieler aktiv und jetzt in den Coaching-Staff aufgestiegen. Er hat vor dem Interview zu mir gesagt, er versucht es auf Deutsch. Wir schauen, wie schwierig die Fragen dann werden. Und dann werden wir, wenn nötig, switchen. Dylan, glaube an dich auch gleich die erste Frage. Es hat sich eine neue Idee ergeben in Feldkirch. Der Standort ist zurück in der ersten Liga. Was ist genau die Idee hinter dem Pioneers Vorarlberg? Ja, ich denke, die Long-Term-Plan, nächste 3-4 Jahre, Plan ist, to have the best ever Vorarlberg Spielers machen Pioneers Training, Pioneers spielen. Und wenn wir haben 3, 4, 5 starke alte Spieler, das ist die Leadership Gruppe von der Vorarlberg Pioneers. Und die nächste junge Spieler kommen, starke Training, starke Trainers. Und Long-Term Plan ist eine Vorarlberg-Mannschaft, nicht so Feldkirch. Diese Jahr haben eine Kooperation mit der Bregenzerwald-Mannschaft und der VU-Feldkirch-Mannschaft. Und wenn die jungen Spieler haben 3 Mannschaften spielen, ist es viel, viel besser. Und ja, ich denke, dass die nächsten 3, 4, 5 Jahre, wenn wir haben die beste Platz in Vorarlberg für Training und Development und eine Profi-Platz für die alten Spieler, dann wir haben eine gute Chance in die Eisliga. Eisliga für dich wieder, Kevin. Also mit dieses Mal aber mit einem ganz neuen Team. Wie schwierig war der Start? Wie schwierig ist es da, die Identität in der Mannschaft zu formen für dich, vor allem als Führungsspieler? Ja, also wo ich den Anruf gekriegt habe, dass es alles fixiert war, war das für mich ganz klar, dass ich zu meiner alten Heimatstätte Feldkirch gegangen bin. Ist der Spielort da. Und ja, eigentlich, ich kenne sehr viele Spieler, die dort sind. In der Mannschaft. Wir haben viel kommuniziert mit dem Trainer, mit dem Stan, mit dem Lambert, mit Christian Groß. Und ja, eben wie es der Stan vorher gesagt hat, es sind junge Spieler und wir ältere Spieler sollen die Jungen dazu führen, dass sie Profis werden. Du zählst ja also selber jetzt auch schon als älterer Spieler mittlerweile. Jetzt habe ich da 3 Jahre davor. Ja, so schnell kann es gehen. Das ist eine lange Eishockey-Karriere jetzt eigentlich auch schon bei dir. Auf Nummern sind schon ziemlich groß. Wenn war die Profi-Debüt? In welchem Jahr? Vor 10 Jahren, jetzt ist das 11. Jahr. Ja. Vor 10 Jahren, also 10 Jahre Eishockey schon für dich. Was hat sich entwickelt? Wie siehst du jetzt die Mannschaft? Du kennst die Liga, du kennst eigentlich die gegnerischen Teams. Es ist ein zweiter Neuling dabei, nicht nur ihr, sondern auch das Team aus Asiago. Das kennst du vielleicht aus Spielen, wo du der Messehalle gesehen hast, vom EC Bregenzerwald. Wie schätzt du die Chancen der Pioneers? Du kennst ja die Mannschaft mittlerweile. Ja, wie gesagt, ich kenne unsere Mannschaft, aber es hat sich sehr viel da im Sommer bei der anderen Mannschaft sowieso. Wir schätzen unsere Mannschaft ein. Ich glaube, dass jeder will bei uns. Das ist schon mal ein super Faktor bei uns. Das hat jeder ein Kämpferherz. Und das heißt aber nicht, dass wir jedes Spiel gewinnen. Unser Ziel ist definitiv, dass wir Spiel zu Spiel besser werden, dass wir für die spätere Hälfte der Saison, dass wir einfach gewappnet sind, dass wir ja die gewissen Punkte holen, damit wir auch vielleicht ins Playoff kommen. Das ist ja definitiv unser Ziel. Also wir müssen einfach Spiel zu Spiel denken, viel trainieren ist sowieso und viel lernen. Du kannst von jedem Spiel viel mitnehmen. Dylan, bei der Kaderzusammenstellung hat man sehr wahrscheinlich ein gewisses Ziel erfolgt. Der Kader ist sehr jung, das kann man sicher sagen. Auch bei den Legionären hat man sich da mit ganz jungen, eigentlich auch ein wenig unerfahrenen Spielern bedient. Was war da genau der Hintergedanke?
Yeah, mit der Kader. The erste Punkt in the summer was the Kevin, the Pali, the Spani, the Madlener, the Kaffee, the Bernstein. This is the leadership group, the alte Spielers. This is the erste Familie. On zweite was the junge Vorarlberg Spielers. The next day kommen, the Erne, the Sommer, the Rheinbacher, and on the next day, and the next day. On mit the Auslanders, the erste Punkt for the Pioneers was, good people. Nicht so individual, super Energie. On plan is development. When machen alte Auslanders, nicht voll Energie, bisschen langsam. So diese year the plan was bisschen junger. Jetzt super Kopfspielers, Denkenspielers und voll Energie. Und haben Auslanders mit a plan for here. This is better for training, skills training, development training. Und ich denke, this is better for the alte Austria-Spielers. Und haben junge Auslanders und machen eine Familie und nicht so individuell. This is besser Mannschaft, besser Team. Und haben super Culture in the erste Jahr, dann the next day 2, 3, 4 Jahr, dann 4 besser. Vielleicht auch sehr interessant für alle Zuseherinnen und Zuseher, die uns über Magenta, A1 oder auch Lampert zuschauen oder ganzen anderen Kabelnetzbetreibern via Livestream auf K19 und natürlich auch der Messe Dornbirn. Wer ist denn so der Player to watch bei den Pioneers für die nächste Saison? Das muss ich jetzt den Trainer fragen. Kevin Masaczynski. für die neuen Spieler, zwei junge Ausländer, Jack Giacomi, junge Spieler, ein bisschen kreativ und schnell. Der Hampus Eriksson, eine große Schwede, super Technik mit dem Körper und den Schläger. Ich denke, diese zwei Spieler, das ist erste Saison in Europa, haben gute Chance für richtig Karriere. Auf der Verteidiger, der Palestrang ist ein super Verteidiger. Letzte Saison eine Champion mit Salzburg. Und eine Verteidiger, der Christian Bull von Norway. Ich denke, ist ein super Profi für einen jungen Mann. Spielen mit der norwegischen Nationalmannschaft in den World Championships. Und ja, ich denke, haben gute Chance für eine richtig starke Saison in der Ice League. Er hat es angesprochen, es gibt zwar ziemlich viele junge und eigentlich noch unerfahrene Spieler, aber trotzdem gibt es die Championship-Winning-Mentalität mit Ballestrang. Es gibt einen norwegischen Nationalteamspieler. Wie wichtig ist das auch für dich und für die ganze Mannschaft, dass solche Charaktere dabei sind, die wirklich was gewinnen können und schon wissen, wie sich das anfühlt? Ja, wenn jetzt generell der ganze Kader ausschaut, haben viele Spieler schon was gewonnen in der Karriere. Zum Beispiel der Spani hat auch in Linz gewonnen, hat die Liga auch gewonnen. Der Dave hat auch zweimal mit Klagenfurt die Liga gewonnen. Die Kultur ist da. Und wir wollen auch Spiele gewinnen. Oder generell jeder Sportler will gewinnen. Und wenn du nicht gewinnen willst, dann bist du falsch am Platz. Wir wollen auch gewinnen. Mir fängt schon in der Vorbereitung an, es fängt im Training an, wenn du ein gaudes Spiel machst, das will jeder gewinnen und so sollte es so sein. Ich lasse mich auch nicht gern gegen Freundin, du hast, Mensch, ärgere dich nicht, das fängt schon dort an, muss ganz ehrlich sein. In jungen Jahren also schon die Gewinnermentalität geübt. Definitiv. Hast du denn noch gewonnen oder ist das meistens ist das denn doch nicht so ganz gelaufen, weil das kann man es nicht so gut beeinflussen wahrscheinlich. Ihr habt beim Trainer, glaube ich, eine fast schon Sensation geschafft. Ein richtig großer Name im Eishockey ist nach Feldkirch gekommen. Wie hat das funktioniert? Wer hat die Gespräche begonnen? Wie bekommt man überhaupt so einen Kontakt zu so einem Trainer? Für diese Frage in Englisch ist ein bisschen besser. I knew Mark when I was a young player in Western Canada. And he's done very special things in Canada. At the national team level and at the major junior level. And
I spoke to Mark very early once we found out we had an ice league team. And I told him the project we had with Inver Alberg with some older players and some younger players, and that we needed a coach that would help develop a culture, an environment, and help us build and not come in year one and try to, you know, win the championship in September and panic, and that we needed help with, you know, leadership from the coach. And Mark really liked the idea of building something new. And for me and for our managers, that was the perfect relationship. Somebody that wanted to build and help us. And I think the players would understand already in 3-4 weeks of training that Mark is fun. He's respected. So the guys really know that he does know a lot, but he also really wants to build things. And the way that he talks to our older players, our younger players, the way that he talks to our Canadian players, our Austrian players, it's incredible to see from my perspective, sitting in the office with him, that he's really trying to build something special. And it's not with tactic. It's the way that he treats his players. It's the way that he wants to get them together. You know, one thing that he did that, you know, maybe a lot of coaches wouldn't do is he planned a trip to Oktoberfest for the players. He said that was important for them to get together and be a team. And some coaches would be like, it's maybe not the best idea. But for Mark, it was really important for these guys to have fun. And every day they come to the rink to have fun. And I think we lucked out. And I think that's going to make our team special this year, is having somebody that's steering the boat, that believes in a bigger picture than just wins and losses. He believes in building a family. And we're lucky. Wäre jetzt, glaube ich, sehr viel zu übersetzen. Es geht um eine lange Freundschaft, die zu diesem Transfer eigentlich oder zu diesem Transfer Cup eigentlich geführt hat. Und jetzt versucht man da etwas aufzubauen in Feldkirch. Jemand, der schon viel aufgebaut hat, sitzt ja daneben und auch schon viel mitbekommen hat. Vom Oktoberfest auf, vielleicht bekommen wir da irgendwelche Eindrücke. Wie war der Ausflug? Oder kommt der erst noch? Ah, der kommt, also natürlich. Wenn man den Terminplan ein bisschen besser im Kopf hätte, dann wüsste man das wahrscheinlich. Freut man sich darauf? Wie ist das so ein Trainer überhaupt privat, wenn es da so zu am es wird wahrscheinlich auch schon so zusammengesessen worden sein? Ja, aber wie gesagt, der Trainer, der will das, dass wir Spieler, ich mag das alle, aber du hockst nach dem Training, hockst einfach eine halbe Stunde, hockst in der Kabine drin oder nach dem Spiel. Das will der Trainer, dass die Leute einfach zusammenkommen, dass man sich zusammenführt, dass man einfach wie eine Familie wird. Das ist ja wichtig, weil dann kämpft jeder für jeden auf dem Eis. Und es ist so gehört sich das einfach. Und für das mögen wir oder Marc, ist ein super Trainer. Er macht trotzdem auch viel Taktik, so gehört sich das. Aber das A und O ist bei ihm, wir sollen zu einer Familie werden. Also kein Trainer vom alten Schlag, wie man gern sagt. Also das hat man als Außenstehender vielleicht öfter das Gefühl, dass der Marc sehr ziemlicher Radau machen kann auf dem Training. Gar nicht so. Also ein ganz anderer Typ, der im Fall. Ja, wenn er dafür geht, muss man sagen, dann ist in der Eishalle mucksmäuschen still. Dort hockt jeder da, schaut da, konzentriert, weil dort willst du einfach nicht dazwischen treten. Und das ist einfach der Respekt, was für ihn hast. Er hat viel erreicht schon in seiner Trainerkarriere. Und von dem können wir, die ganze Mannschaft, kann da nur lernen für ihn. Und ihr jetzt nach 10 Jahren Eishockey findest immer wieder neue Sachen, wenn man so an der Taktiktafel steht? Oder gibt es da schon viele Parallelen nicht so zu früheren Trainern? Es geht nicht immer nur um Taktik. Es geht einfach, was man kann immer lernen von den anderen Menschen. Und von ihm lernt man einfach viel, wie er mit den anderen Leuten umgeht. Der eine schreit ja, der eine redet normal mit dir, der andere schreibt dir vielleicht einen Brief, ich weiß das nicht. Ist mir noch nie passiert, aber man lernt aber viel und deswegen respektieren wir auch den Marc so. Ja, wer jetzt immer noch kein Bild hat, wie Eishockey funktioniert oder wie auch Eishockey in Feldkirch ausschaut, dann haben wir jetzt einen kleinen Einspieler vorbereitet und dann schauen wir es jetzt gemeinsam an. Jetzt ist es soweit und jetzt marschieren wir voll nach vorne, haben einen neuen Namen, also die Kampfmannschaft hat einen neuen Namen, auch mit einem neuen Verein. V
VU Feldkirch bleibt nach wie vor bestehen. Da kann ich eben die Angst nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir sind mit Land und Stadt, haben wir sehr, sehr viele Gespräche gehabt und sind der Meinung, wir müssen das konzentrieren. Wir freuen uns natürlich, die VU hat den ersten Schritt gesetzt mit den Pioneers Vorarlberg. Unsere Hoffnung seitens des Landes ist natürlich, dass wir über alle Teams hinweg hervorragende Nachwuchsarbeit damit begründen können. Ich glaube, die Zeichen sind auf grün und jetzt geht's an die Arbeit. Ich bin schon lange dabei, bin schon seit dem Nachwuchs da und auch jetzt mit der Kampfmannschaft da schon seit 3 Jahren. Und ja, natürlich, wir wollen den Fans eine gute Show liefern und sorgen, dass wir eigentlich in die erste Liga gehören mit Feldkirch. Wir brauchen routinierte Spieler, damit ihr die jungen Spieler aufbauen könnten. Das ist genau der richtige Weg und so wollen wir das auch. Ja, so sehen sie aus. Die Spieler der Pioneers waren Live-Bilder von der Pressekonferenz, als die frohe Botschaft verkündigt wurde. Und die Spieler gibt es dann auch gleich mal zu sehen. Es ist der 18.09., das erste Spiel, Heimspiel für die Pioneers aus Feldkirch und das gegen den KAC. Kevin, du hast schon einige Spiele gegen den KAC bestritten. Was können wir uns erwarten von der Mannschaft? Wie geht man so ein erstes Spiel, so ein richtig erstes Heimspiel vor wahrscheinlich, hoffentlich auch vollem Haus an? Eben, wie gesagt, ich hoffe, dass Full House ist am Sonntag um 4:30. Kann es kaum erwarten. Und KAC ist ja sowieso immer Rekordmeister sowieso. Ja, wird ein schnelles Spiel. Ich hoffe, ein attraktives Spiel auch für uns, dass wir auch gleich mal ein Ausrufezeichen setzen können in der Liga. Weil wir verstecken uns definitiv nicht. Und ja, hoffentlich kommen auch eben viele Leute und dass wir dann am Schluss jubeln können. Ich glaube, für so eine Mannschaft wie eure ist das natürlich doppelt wichtig, wenn man wieder volles Haus hat. Corona scheint jetzt vielleicht einmal Einhalt. Man schaut jetzt einmal, dass es so weiterläuft. Jetzt könnte die Halle wieder voll werden. Ich glaube, für so eine Mannschaft ist das sau wichtig, dass man einfach eine richtig gute Stimmung in der Halle hat und die auch noch natürlich führe peitscht. Ja, definitiv. Eben, wie gesagt, jeder Sportler hat es gern, wenn er Full House ist. Und für Anfang der Saison wäre das sowieso für uns doppelt wichtig, damit wir wissen, dass die Leute hinter uns stehen und dass wir auch eine gute Show herzaubern können, hoffentlich. Ja, die Sportlandesrätin hat es schon angesprochen. Das Ziel des Landes ist es, den Vorarlberger Eishockeysport zu vereinen eigentlich. Jetzt hat man gestern gesehen, dass ein junger Feldkircher Spieler oder zwei junge Feldkircher Spieler beim Bregenzer Wald aufgelaufen sind. Und einer, der es geschafft hat von Bregenzer Wald, jetzt bei den Pioneers dabei ist. Was ist da genau der Hintergrund und wie funktioniert das Ganze? Ja, Spielen ist Nummer 1 für die jungen Spieler. Und wir haben Pioneer Training, Pioneer Spielen, Bregenzer Wald spielen, Value Feldkirch in der dritten Liga spielen. Es ist viel, viel besser für die jungen Spieler oder ein bisschen alte Spieler. Alle können helfen, alle. Der erste Punkt ist nicht die Mannschaft, es ist der Spieler. Und in Vorarlberg, wenn alle Mannschaft ist individuell, ist es nicht so stark für die Spieler. Und haben einen jungen Spieler, Development ist Nummer 1. Nichts vierte Reihe auf der Profimannschaft. So wenn die Pioneers können helfen, die Bregenzer Wild Mitspielers oder Bregenzer Wild können helfen mit jungen Spielern für Pioneer Training oder Spielen. Es ist viel, viel besser für die Spieler. Wenn die jungen Vorarlberg Spieler haben einen Wechsel zu der Schweiz oder Salzburg Academy oder Davos Academy, ich denke, wenn wir haben besser Training und besser Kooperation mit den anderen Mannschaften, dann die junge Vorarlberg-Spieler bleibt hier und kann machen Spielen mit 2-3 Mannschaft und Training mit 2-3 Profi-Trainers und Development-Trainers und Skills-Trainers. Das ist viel, viel besser für die Vorarlberg-Spieler. Und wenn die Vorarlberg-Spieler ist besser und bleibt in Vorarlberg, die Vorarlberg-Mannschaft haben bessere Spieler. Und das ist Nummer 1. Wahrscheinlich für dich als langjähriger Kapitän der VU Feldkirch eine besondere
ein besonderer Anlass, wenn man gegen den früheren Derby-Gegner jetzt auf einmal auf gemeinsamer Wellenlänge schwimmt? Ja, wenn Spieler, das ist andere. Jetzt ist er Trainer und Nachwuchstrainer. Ein Probier in Vorarlberg ist so viele Nachwuchsvereine und nicht so große Nachwuchsspieler. Und wir haben ein bisschen Kooperation und Trainers helfen Trainers. Spieler machen Wechselmannschaft und Mixmannschaft für große Turniers. Es ist viel, viel besser für die jungen Spieler, die Nachwuchs, die U7, U9, U11. Und selber mit den Profimannschaften. Wenn letzte 2 Jahre, 8 Jahre, wenn ich spiele in Bregenzerwald, ja, das ist Fight. Das ist jetzt. Wenn Trainer ist, das ist egal. Wenn kann helfen eine Bregenzerwald-Spieler, dann 100% kann helfen. Wenn kann helfen die jungen Spieler mit Lustenau, Montafon, Bregenzerwald, Dornbirn, Vauju, Feldkirch, dann helfen. Das ist der Trainer's Nummer 1 Arbeit. Development. Helfe die jungen Spieler. Und nicht so 3 Punkte in alle Spiele. Win, 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 win. Besser, wenn machen besser Spieler. Schöne Worte eigentlich. Wir haben morgen den Bregenzerwald auch noch hier zu Gast im Winter, in der Wintersportarena. Auch die größte Bühne, Sportbühne in Vorarlberg. Wir werden sehen, was weitergeht bei den Pioneers. Kevin, für dich auch ein Grund gewesen, sich für die Pioneers zu entscheiden, wenn man da die Zukunftsvision sieht, was man in Vorarlberg bewegen will. Wie wäre es dir vielleicht gegangen oder was hättest du dir gewünscht, wo du noch jung warst und mit nach oben drücken wolltest? Ja, also wo ich die Idee gehört habe, mit der Jungen eben, war ich sofort dabei, eben wie gesagt davor. Ich habe noch ein gutes Verhältnis mit dem Steno schon davor gehabt. Wir haben nicht lange zusammengespielt. Aber du hast einfach die Vision davor, dass du der Junge helfen willst. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Eishockey spiele. Aber ich habe schon eine Zeit vor, das ist schon ganz klar. Aber du willst schon der Junge helfen. Definitiv. Ich habe viele Mitspieler gehabt, auch in Dornbirn, wo ich lang war. Das war immer ein Kommen und ein Gehen. Und ich will das in Velke, also bei der Pioneers, will ich das nicht so haben. Natürlich aber immer auch schwierig. Wenn man ausbildet und seinen Job gut macht, dann wird wohl oder übel irgendwann das Goodbye und auf Wiedersehen kommen. Also Spieler werden wahrscheinlich gehen. Wie geht man damit um bei den Pioneers, wenn dann die Spieler gut ausgebildet sind und dann vielleicht lukrative Angebote aus Salzburg, Klagenfurt oder sonst wer bekommen? Ja, und in den nächsten 1-2 Jahren, und wir machen 2 super junge Spieler. Und die Spieler wechseln zu der Schweizer Mannschaft oder eine große österreichische Mannschaft. Oder junge Ausländer dieses Jahr machen super erste Jahr in der Eisliga und nächstes Jahr haben besser Vertrag in Deutschland. Für mich, das ist super Marketing. Wenn kann sprechen mit den jungen Spielern von Austria nächstes Jahr, hey, schauen diese jungen Spieler in 2 Jahren hier. Wenn eine junge Ausländer kommen und in der ersten Jahr haben gut Training und das zweite Jahr besser Training und hier und in der zweite Jahr in die NLA oder DEL, das ist der beste Marketing für einen Trainer. Man kann schauen, die jungen Spieler von der jetzigen Jahr. Hier. Muss aber so denken, was ist, wenn sie 5, 6, 7 Jahre weggehen und danach kriegen sie wieder Angebot für die Pioneers und dann heißt, hey, magst nicht du den Job machen und der Junge helfen? Vielleicht hilft das dann auch weiter, dass sie wieder mal zurückkommen und dann die nächsten Jungen ausbilden, dass das halt wie ein Laufrädle bleibt. Natürlich dann auch eine Top-Adresse, wenn man immer wieder Spieler nach oben bringt und in große Mannschaften bringt. Das wird wahrscheinlich auch in ganz Österreich für Aufsehen erregen, wenn das so funktioniert. Kommen wahrscheinlich auch nicht nur Vorarlberger Talente zum Zug, werden wahrscheinlich Anfragen kommen. Sonst gehen wir nochmal auf die Saison ein. Jetzt erstes Match KAC, es geht los. Wie sollte man das angehen?
versucht man sofort alles rauszuhauen, dass einem gleich mal die Puste vielleicht ausbleibt? Versucht man mal sich einzufinden oder wie schätzt du ein, wie wird der Start verlaufen? Wie gesagt, es haben sich viele Mannschaften haben sich verstärkt oder halt neue Spieler geholt. Wir werden es am Freitag davor sehr haben. Wir spielen nächste Woche Freitag in Bozen und dann am Sonntag gegen Klagenfurt. Es ist komplettes Neuland für sehr viele Spieler für uns. Das wird am Anfang sehr abtasten sein, dass wir mal schauen, wie schnell ist das Tempo, wie lange können wir so spielen. Definitiv geht das Spiel 60 Minuten. Und das heißt für uns, hier werden wir alles raushauen. Du willst daheim willst du immer gewinnen. Daheim, das ist deine Burg, da gibst du nichts her. Und eben darum hoffen wir, wie gesagt, ich hoffe, dass sehr viele Fans kommen. Es ist so sehr lange her, dass ich in Fekich Erstligaspiel war. Deswegen hoffe ich, dass so viel von der alten Garde kommen, von den alten Leuten, die gute Erinnerungen haben zur alten Zeit und die uns helfen, uns pushen. Da habt ihr neben dir als Rückkehrer noch einen zweiten dabei mit dem David Madlener, der ist ja auch nach langer Zeit wieder in Feldkirch. Also ich glaube, dass da sehr wahrscheinlich schon der ein oder andere alte, traditionelle VU-Fan schon wieder Zuschauer kommen muss eigentlich. Ja, ich hoffe schwer. Da, es ist einfach in Feldkirch, wird erst Liga gespielt. Darum hoffentlich auch, dass da niemand eigentlich böse ist, dass man einen neuen Namen hat. Weil wir wollen einfach was Neues machen und wir spielen jetzt erste Liga und wir wollen dort einfach das Beste geben und sorgen, dass wir dort reinkommen. War das für dich damals der Grund, Eishockey spielen zu beginnen, die damaligen Erfolge der VU damals noch? Ist das so die, oder wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen? Ich habe angefangen mit 5 Jahren, bin ich von einem guten Kollegen gesehen, gehe mit ins Training, hat mir den auch gefallen. Ich habe mit 5 Jahren angefangen bei der VU Feldkirch. Und ja, eben, da bist du oft auf die Spiele gegangen, wo sie bei der glorreichen Zeit noch. Und ja, das hat mir dann halt so getaugt und dann willst du halt dann vom Profi werden. Und dann habe ich mit 19 habe ich den Profivertrag in Linz unterschrieben, weil ich 3 Jahre in Linz, 7 Jahre in Dornbirn und jetzt bin ich zurück daheim in Feldkirch bei der Pioneers Vorarlberg. Und für mich ist das wichtig, dass ich jetzt daheim bin, weil das ist das Schönste, wenn du vor der Familie, vor der ganzen Kollegen und vor allem hoffentlich einen guten Erfolg anknüpfen kannst. Das sind sie, die Pioneers Vorarlberg. Danke fürs Kommen. Noch einmal der Aufruf. Ihr habt die Karte noch da. Die gibt es übrigens zu gewinnen. An diesem Wochenende noch an unserem Stand. Hol dir dein Stadionticket. Gibt es dann ab morgen. Erstes Spiel gegen den KAC. Noch einmal 18.09. 18. September, also ab nach Feldkirch. Da gibt es Erstliga-Eishockey wieder in Feldkirch. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen. Vielen Dank fürs Kommen. Viel Glück für die Saison und wir dürfen uns verabschieden. Danke nochmal. Somit darf ich mich vom ersten Messetag verabschieden von der größten Sportbühne Vorarlbergs und wir sehen uns morgen dann wieder live hier aus der Messehalle in Dornbirn. Dankeschön.